Kalle-Report. Da müssen wir ja auch noch was abdrehen, Mann, mit Kalle. So, mal vorbeikommen hier nach NRW. Der war letztens irgendwann in meinem Gym. So, mit Heiko Kalbach, so ein Stream wäre auch lustig, Alter. Ziemlich natural hier in der Sendung. Ja, selbst diese Sportart hier bekommt eine Plattform und da fangen wir direkt mal an mit dem Daniel Kubik heißt der junge Mann. Ich komme immer auf Kübelbeck, keine Ahnung. Hör doch mal auf, Mann. Kalle. Wieso mir das im Kopf rumschaut. Daniel Kubik ist Amateurweltmeister geworden bei den Natural. Aber hier auf dem Bild sieht der richtig massiv aus, ne? In dieser Most Muscular Pose. Sehr, sehr wild. Allen Jungs hat eine ziemlich spektakuläre Form hingelegt. Das Hals ist dementsprechend down. Aber nein. Was hat der gesagt? Was? Ist dementsprechend. Bei den naturalen Jungs hat eine ziemlich spektakuläre Form hingelegt. Das Hals ist dementsprechend down. Aber Hä, wie? Der ist, warum? Was für Down? nein. Nein. Das war wieder so ein typisches Kalle-Englisch. Nein, also wie gesagt, jetzt dürft ihr euch da nicht so einen riesen Ochsen vorstellen. Geht mal bei Daniel Kubek Alex, mein Lieber, danke dir fürs Prime-Abo. auf die Seite. Also qualitativ ist das schon spektakulär. Furztrocken gewesen, kann man nicht meckern. Schön ausgeprägte Muskulatur, hart wie die Sau. So muss das sein. Hart wie die Sau. War Heiko Kalbach doch, der war doch mit dabei, ne? Mit Tim Budesheim und Churlock beim Formcheck in der Metzgerei. Da haben die den doch sich live reingezogen, ne? Cool, Alter. Und jetzt finde ich gut. Doch, der war dabei, ja, Mann, stimmt. Wie gesagt, alles eine Nummer kleiner, aber er ist Amateurweltmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich hatte Amateurweltmeister? Profi-Weltmeister wurde er doch, oder nicht? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden oder Kalle hat was falsch verstanden? Keine Ahnung. ja auch schon mal das Vergnügen, mit ihm beim Tim Budesheim kurz was abzudrehen oder mit was abzudrehen. Kalle ist einfach so ein trockener Assi. Ey, ich feier Kalle unnormal. Ich schwör's euch, das sind so richtige Jungs. Richtige Jungs noch. Ihr wisst, alte Schule. Frei Schnauze, so muss das sein. Das sagen, was man denkt. Das ist ein sympathischer junger Mann, der in dem Sport sicherlich eine Zukunft hat. Was da, wenn er die naturale Schiene weiterfährt, wird er in nächster Zeit, glaube ich, kaum Konkurrenz bekommen, weil er tatsächlich außerordentlich qualitativ gut aufgestellt ist am Wettkampftag. Muss man wirklich so sagen. Also Respekt vor dieser Leistung bei dem kleinen jungen Mann und weiter so auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Johann Wiendieck. Ich hoffe. So, wir wollten uns nur. Warte mal. Ich glaube, hier ging es nur um den Bericht. Der Rest ist, glaube ich. Nein, wir haben jetzt hier noch Paul Unterleitner. Das will ich mir auch mal reinziehen. Sekunde, Freunde. Das gucken wir uns auch mal an, natürlich. Thema. Und es bleibt natural. Kommen wir. Pi, Goodfella 47. Dank dir für die Bits, mein Lieber. Geil. Zu Paul Unterleitner, der Österreicher, der. Ja, guckt euch bitte diese Keulen an, Alter. Wieso? Ich verstehe kein Wort. Ja, auch ein ziemlich erfolgreicher Natural-Bodybuilder ist. Da war ja immer umstritten, ob er wirklich natural ist, weil sich viele nicht vorstellen können, dass man so eine Form haben kann. Jetzt bin ich gespannt, was Kalbach dazu sagt. Ist es möglich oder nicht? Das sicherste Anzeichen dafür, dass die Jungs natural sind, ist natürlich das fehlende Volumen. Aber die werden trotzdem shredded, weil sie sind ja trotzdem disziplinierte Athleten, ernähren sich dementsprechend, machen Diät und alles, was dazugehört. Der Paul, der fährt, glaube ich, sogar noch oder unterstützt die vegane Schiene, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Auf alle Fälle hatte er sich jetzt einem Doping-Test unterzogen. Die Sachen laufen folgen. Der ist. Das haben wir ja gesehen. Da wird ja viel unterstellt, dass es gespielt war. Was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Der Dopingtest war nicht gespielt. Never. Bei der GNBF, übrigens der Paul, und da laufen die Sachen so ab, dass die Dopingtests unangekündigt sind. Also da steht dann irgendwann mal jemand im Gym oder vor deiner Haustür oder. Und dann musst du dich, der Dave Drain.
7, 9 und Erdnussbutter 21. Danke euch für die Bits. Irre, Alter, was hier heute wieder abgeht. Nicht normal. Sache hingeben, verweigerst du das, besteht das nicht. Und P. Goodfella, 47 ebenfalls. PG Goodfella. Wird das als nicht bestanden geahndet und mit Sperren belegt halt und abgestraft. Und Santologe 0815, danke dir fürs Prime. Wenn ihr so weitermacht, knallen wir gleich den nächsten Hype-Train hier rein. All X, was ist denn los hier, Freunde? Entspannt euch mal. Ich danke euch für den Support. Krank. Wahnsinn. Und so ist es dann halt Paul Unterleitner ergangen. Da kamen die Kontrolleure und machen dann die standardmäßige Urinprobe und die Erdnussbutter nochmal. MX2 nochmal abonniert mit Prime. Ey, Freunde, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr geil. Die war bei ihm negativ gewesen beim Spontantest. Somit ist belegt, dass der Paul dann auch für die letzten Zweifler natural ist. Ja, denke mal, bei der Urinprobe ist so, ja, ist schon alles so drin, was man wissen muss, außer jetzt Wachstumshormone oder solche Sachen, die wirst du dann im Urin natürlich nicht finden. Aber wir. Schwierig, was Heiko da sagt, ne? Wir lassen uns einfach davon ausgehen, dass er natural ist, genauso wie der. Also mit schwierig meine ich, dass man da alles im Urin sieht oder sehen kann. Aber ich bleibe dennoch bei der Sache. Ich habe ihn jetzt auch persönlich kennengelernt. Heiko wollte ich schon sagen. Heiko ist natural. Paul ist natural. 100%, Alter. Boah, Ulcin, Alter. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Du sagst es. Aber ich bin leider, was heißt leider? Ich bin dieses Jahr woanders. Aber Ulcin, Kotor, Budva ist ein geiler Urlaubsort. Daniel Kubik, weil es wird immer ein genetisches Wunderkind geben von den vielen Leuten, die den Sport betreiben. Ne? Bravo, finde ich cool, dass Heiko das endlich auch eingesehen hat. Was heißt endlich? Sehr, sehr geil, dass er das sagt. Cool. Und danke Redox R6 für die 100 Bits. Nicht jeder wird die Voraussetzungen mitbringen und diese Wettkampfform aufbringen können. Ich meine, gut, da gehört nun mal eine Menge Disziplin dazu, braucht man nicht drüber reden. Im Naturalsport wie im Nicht-Naturalsport. Und deswegen wundert euch da nicht immer, dass es da. Freunde, MXI2, danke dir, Digga. Sag mal, 500 Bits, Leco Mio, Alter. So eine Sonntagskinder gibt, die so extrem aussehen oder so eine extreme Form bringen, das ist nun mal auch, das hat ein bisschen was mit Genetik zu tun, mit Disziplin, genau wie bei den großen, dicken Jungs. Da, das Simi, du gefällst mir nicht. Immer wenn du drin bist, skip, mach dies, mach das. Nicht mal ein Bitte kommt von dir, Simi. Bitte. Wenigstens ein Bitte. Mensch, Mensch, Mensch. Kommt gleich. Wir haben einen strikten, festen Ablaufplan. Fabi, kommt gleich, mein Lieber. Wenn du arbeiten musst, dann Abo William-Kanal abonnieren. Da kommt der Clip morgen oder übermorgen online. Kannst dir gerne reinziehen. Wächst ja auch nicht alles nur vom Stoff, ne? Also da muss man schon ein paar Voraussetzungen mitbringen und deswegen viel Erfolg weiterhin den beiden genannten Athleten oder den drei genannten Athleten heute. Jetzt widmen wir uns wieder dem richtigen. Wir gucken uns den Kraftbolzen hier auch mal an, den ich gerade geskippt habe. Ich dachte, der ist anscheinend auch natural und das sind natürlich unsere Spezialitäten. Marcel Fresh Kid, 90er, danke dir fürs Prime-Abo. Erdnussbutter, beruhig dich jetzt mal, Kurva. Danke dir, Mann. Wiendieck, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Johann. Naturaler Powerlifter, Noah Wiendieck bringt beeindruckende Leistung. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn du das hier sehen solltest, das ist ein junger, 22-jähriger Naturalathlet, der im Powerlifting tätig ist und dort sagenhafte Leistungen auf dem Wettkampf bewegt hat. Also Wettkampf ist ja immer noch was anderes wie Training. Dort hat er unter anderem 220 in der Bank gedrückt, 285 gebeugt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und 300 im Kreuzheben gemacht. Das ist eine brutale Leistung, Alter. Dann noch als Netty, puh, mein lieber Scholli, Alter. Und er sieht jetzt nicht aus wie eine fette Sau. Im Gegenteil, wenn man ihn jetzt so optisch sehen würde, würde man ihm das wahrscheinlich gar nicht zutrauen. Hat er gemacht, hat er bewegt, ist auch in vorangegangener Zeit negativ. Wirklich, Simi, ich glaube, im letzten Chat hast du schon mal auch so, im letzten Stream hast du auch gesagt, skip, skip, dies, das, wenn ich mich nicht recht erinnere. Dann war das, glaube ich, so. Wenn nicht, dann ich nehme alles zurück, mein Lieber. Getestet worden, also er ist tatsächlich natural.
Und selbst Leute, die auf Sendung sind, die müssen erstmal so eine Gewichte bewegen. Hut ab. Er ist bei Max Matzen im Team, so wie ich das mitbekommen habe. Naja, da kann ja dem Max jetzt endlich mal zeigen, wie richtig trainiert wird, hoffe ich. So. Ja. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Man kann sich die Kraft auch nicht immer hochstoffen. Man kann sich nicht hochstoffen und erwarten, dass man dann nur durchgehend. Es gibt auch sowas wie Kraftgenetik. Wisst ihr, ist natürlich, die meisten wissen das. Ich kenne Jungs, bestes Beispiel, Chris Kallmeier, Kumpel von mir. Ihr wisst, ihr kennt ihn alle wahrscheinlich. Sieht aus wie ein Ochse, Alter, ist übelst breit, übelstes Tier. Bankdrücken ist gar nicht seine Stärke. Er bleibt beim Bankdrücken schwach. Er drückt die 100 Kilo, ich weiß nicht wie oft, vielleicht 15 Mal und ist schwach. So, in Relation gesehen. Dafür ist er im Rücken, in den Zugübungen ist er voll schwer, voll stark. Deswegen, das kann man sich auch nicht hochstoffen, sowas. Das ist auch Genetik. Kraft ist auch eine Genetiksache. Was die meisten vergessen. Manche sagen, ja, wenn ich auf Stoff wäre, würde ich auch so und so viel drücken. Das ist Schwachsinn, das stimmt gar nicht. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.